Hier fehlt ein bisschen was. Ah, jetzt. Musst du erstmal nachladen hier. So, seid ihr bereit für die Katzen? Cleo wundert sich gerade, wo deine Stimme herkommt und schaut den Lautsprecher blöd an. Hallo, Cleo. Wauzi wau. Wauzi wau ist verwirrt. Juhu! Post von Mappa ist immer was Gutes. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Oder ist das Inventar voll? Danke, Mappa! Flattern sie ist auf die Fresse geflogen. Das würde durchaus passieren, ja. Das würde durchaus passieren. Und nein, kein Phasmo heute. Kein Phasmo. Phasmo kommt noch. Phasmo spielen wir noch. Phasmo kommt. Das hat sie gehört. Echt? Oh. Wenn die Katzen mal hören würden. So. Einmal? Kann ich das schon? Nee. Okay. In den Shop muss ich trotzdem gleich, aber passt. So. Da! Wir haben jetzt ein Katzenmaskottchen. Hallo. Hallo. Oh, hallo, du hübsches kleines Kätzchen. Hallo. Dein Gesicht sieht ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten bist du echt süß. Ja, von uns wüsste er wieder nicht da. Stimmt. Stimmt. Eigentlich wollten wir, meine ich? Ich weiß gar nicht, ob wir es abgemacht hatten. Aber eigentlich wollten wir Lotro tatsächlich heute spielen vorm Stream, aber na gut, das lag diesmal mir. Ich war ja recht spät zu Hause. Wobei, ich glaube, er ist gar nicht online gewesen. Warte mal. Das feige Schweinchen. Oink, oink. Kann aber auch sein, dass er wieder arbeiten muss. Davon ist abgesehen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Erholsame Nacht. Ach ja. Ach ja, jetzt fällt es mir ein. Ich will einmal noch mal kurz zur verlassenen Herberge. Wie komme ich jetzt zur verlassenen Herberge? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Warte, nee, das ist eine ganz dumme Idee, die ich da gerade habe. CD hat sich nicht bei mir abgemeldet. Okay. So, ich will einmal kurz das Vorwort von Kapitel 3 beenden. Denn das dritte Buch geht in den Nordtüren weiter. Das habe ich mit meinem privaten Schreit schon herausgefunden. Deswegen... Ich weiß, das macht jetzt gerade wenig Sinn, dass wir hier gelandet sind, aber... Glaubt mir, es macht doch Sinn. Damit ich mich dahin gleich teleportieren kann. Das hätten sie alles ein bisschen anders regeln können. Einmal die Stunde. Haben die nicht damit gerechnet, dass man sich auch mal hin und her teleportieren muss? Das würde einiges einfacher machen. Hi. Seid gegrüßt. Norien, Breland, das Auenland, die Ettenöhlen, die Trollhöhen, Dunland, Ered, Luin, Festplatz, Festungen des Nordens. Ihr wollt mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ich da nicht hinkomme? Okay, dann einmal nach Südbre. Wiederholte Arbeitsverweigerung führt eigentlich zur Kündigung. Eigentlich ja. Hast du recht. Es hackt schon wieder. Es hackt sich den Wolf.
Hab ich noch? Nee, hab ich nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Gar nicht mal so schlecht, dass ich gerade hier bin. War doch nicht ganz so blöd. Also einmal zum VIP-Händler kurz. Das ist jetzt hier schon wieder ein Hin- und Hergerenne. Kann ich einmal gucken. Das packe ich rein. Erntefest kann ich rausmachen. Nordhöhen. Packe ich rein. Falsch. Hakt sich den Wolf. Jaha. Was ist denn da los? Da spielen so viele Lotro, dass das hier... Ich gehe mal von aus. Gott sei Dank bin ich gleich aus Bree raus. Hallöchen, VIP-Händler. Hi. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Yep. Ja. Seid gegrüßt. Ja. Danke. Einmal das wieder da runterziehen und wieder zurück, Marsch. Weil es ja so lustig ist. So, jetzt haben wir das Ding wieder für 2 Tage. Ach du Scheiße, wie viele Kisten. Ach du Scheiße. Wie viel kostet neuer Lagerplatz? Den Felser kostet 14 Gold und 500 Silber. 14 vor allem. 4 Gold. Ja, komm, machen wir. Dann haben wir 90 Plätze. Den nächsten könnten wir uns sogar auch noch leisten, oder? Kosten 5 Goldmünzen. Ja, aber lassen wir erstmal noch. Hallo, Steinmeister. Ich grüße euch. Bringst du mich vielleicht einsam in Lande? Verlassene Herberge, ja. So. Dann muss ich einmal kurz gucken. Ich muss mal Luki-Luki machen, wie viele Münzen ich habe. Ja, das Bild sehe ich ja noch, das ist gut. Aha. Aha. Warum öffnet sich der Shop jetzt nicht? Oh, das Spiel hasst mich. Beziehungsweise der Shop hasst mich. Das Spiel gar nicht mal. Das ist einfach nur der Ingame-Shop. Ich will nur wissen, wie viele Münzen ich habe. Machst du jetzt mal? Ja? Es geht sich zu Wurf. Ich habe gestern erstmal meine Miete gezahlt. Ich glaube, ich habe jetzt bis März bezahlt. Ich glaube, ich habe bis Januar bezahlt. Meine ich. So, jetzt habe ich ihn im Shop. Das Gute ist, ich habe ein paar Punkte gefarmt. So ein tolles Lachen. Und ich kann mir jetzt nämlich ein paar Schlüssel kaufen, weil ich ein bisschen gefarmt habe. So. Kann ich das während... Beziehungsweise habe ich tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen meine kleine Privat... also meine Nebenschaft gespielt. Kann ich das hier bei bereiten machen? Ja. Nee, kann ich leider nicht. Leck mich. Okay, dann müssen wir warten. Ich könnte das jetzt so wunderbar nebenbei machen. Ich warne übrigens schon mal vor, es kann sein, dass ich in naher Zukunft die erste Pause tatsächlich machen muss, weil... Ich habe jetzt einfach eben nur versucht, alles schnell fertig zu machen. Ich muss nebenbei noch ein bisschen was essen. Das Essen wartet da gerade auf mich. Wobei, eine Brötchenhälfte habe ich sogar schon gegessen. Ich habe mir nämlich frisches eben noch lecker zubereitet. Bin ich dann so über die Nacht verteilt. Und Energy habe ich mir bereitgestellt. Muss ich nämlich auch gleich noch ein Glas holen. Mache ich in der Pinkelpause. Oh, diese Katze ist süß. Warte mal, kann ich nicht gucken, wie lange ich unterhalt? Ja, bis zum 11.01. habe ich bezahlt. Kann aber noch mal
Abkommen machen wir bis zum 15.03. So, jetzt. Wo geht die Hauptquest weiter? Irgendwo da, ne? Da. Hallöchen. Nee. Warte mal. Ach. Okay, nicht hier, sondern in einem Lager. Ah, das erklärt's. Das macht das Ganze natürlich etwas logischer. Aber ich kann einmal kurz die Kisten öffnen. Die ersten. Und wenden. Jetzt immer Wärterin. Muss ich mal kurz gucken, habe ich das schon? Nehmen wir kurz das hier. Ach so, das habe ich sogar schon. Nein! Okay. Muss ich immer dahin wechseln? Okay. Etwas blöd gelaufen. Die kann man bräuchte nicht, oder? Na doch, könnte ich. Nein! Warte, die Kappe. Ist sie jetzt gewechselt? Ja. Ist gewechselt. Einmal. Zweimal. Handstreamer, ein Geheimnisfötchen. Schatten ist schlechthin. Daga da, jetzt die Queen. Schurken, Gaumen sind dran. Streamerin räumt auf. Zu Handstreamer. Nein, wie geil. Darkwing hat sein Kätzchen, kommt sofort gerannt. Darkwing, Adaria, Zauberkatze und Räucherkatz. Masken. Wie geil. Wie geil. Ey, die fallen auch immer die, so die geilsten Sachen ein, ne? Das Niederhundes. Ah, ein neues Pet. Ah, jetzt habe ich auch Wautivau. Hallo, Wautivau. Den mag ich aber nicht. Ich will nicht Wautivau haben. Aber mal aus dem Ding ist rausgepfeffert. Warum kriege ich eigentlich immer nur diese scheiß Auswärts? Ich hab das Ding hier schon doppelt und dreifach. Miau. So. Aber ich krieg wieder ein paar Punkte zusammen. Das ist schon mal gut. Das kann ich auch einmal benutzen. So, es ist im Lurk sozusagen. Mach das, Iron. So. Dann nehmen wir hier mal zwei wieder raus. Mal gucken, was wir da noch so Tolles drin haben. Nichts von Interesse auf jeden Fall.
Nee. Und das letzte. Oh, ich habe noch einen Rosterhändscher. Okay, dann kann ich das Vieh für den Drittschar benutzen. Das kann ich mir ins Haus legen. Aber alles schlechter ist das, ne? Wo ist es denn da? Ja, ja, mach's schon mal. So. Sehr schön. Genug Kisten geöffnet. Warte mal, einmal kurz Bank öffnen. Was kann ich für euch tun? Ach, ich kann gar nicht zu dem reisen. Gar keine Schnellreise machen zu ihm. Okay. Man trägt dort zu Hause keine Hose. Also ich trage auch zu Hause Hosen. Kommt immer darauf an, wie gemütlich eine Hose ist. Gibt auch gemütlich. So, jetzt lassen wir hier durchgaloppieren. Hoffen, dass ich den Weg finde. Will mir ein Zapfen wachsen. Okay, so kalt ist es hier nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel raus müsste, beziehungsweise hoch einmal aufs Klo, das wäre mir etwas peinlich, wenn da die Nachbarn mich einfach mal so ohne Hose sehen würden. Nee. Finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Wie würde meine Oma sagen? Nicht, dass einem etwas abgeguckt wird. Oh, ich finde diese einsamen Länder echt grausig. Cool mit dem Setting um die Wetterspitze, aber sonst finde ich sie echt grausig. Jetzt nochmal die Frage, was würde man machen, wenn man jetzt kein Pferd hätte? Lang, lang ist ja, dass wir uns hier angegriffen haben. Hügelgrabeisen. Stimmt, warte mal. Achso, baut gerade ab. Okay, hier bin ich jetzt schon Experte. Das ist auch schon mal gut. Durchlüften wird überbewertet. Wie kann ich zu Diensten? Aus Esteldin ist eine Nachricht eingetroffen, dass ich dorthin kommen sollte, um euch mit Halberath zu treffen. Bitte beeilt euch, denn die Feuer der Orks brennen heiß. Und jedes Zögern unsererseits kann den Fall zum Vorteil gereichen. So. Und nur dafür sind wir jetzt hier einmal hergekommen. Nur für dieses eine kurze Gespräch. Jetzt müssten wir dahin. Rein theoretisch. Das hat sich immer mein Katzen, wenn die nicht mindestens einmal am Tag auf den Balkon dürfen. Ja, kenne ich noch. In meiner alten Wohnung hatte ich auch einen Balkon. Und Salem musste auch mindestens einmal am Tag Frischluft schnuppern. Hier ist er enttäuscht. Hier darf er nicht raus. Beziehungsweise doch darf er, aber mit Leine und Geschirr. Ich lasse ihn nicht allein
rausgehen. Da er und Leo beide krank sind. Der eine hat es mit dem Magen. Nee, beide haben es, glaube ich, mit dem Magen. Meine ich. Deswegen will ich die beiden nicht rauslassen. Beziehungsweise wollen wir die beiden nicht rauslassen. Wir hätten gern noch etwas von unseren Kätzchen. Beziehungsweise meiner ist sowieso der übelste Schisser. Der geht kurz raus und geht dann wieder rein. Unser Leo, der war ein einziges Mal auf Erkundungstour. Weil mein Kater die Tür aufgemacht hat. Seitdem schließen wir die Tür ab. So. Diese Map hier, ne? Also die Nordhöhen sind halt auch echt mega trist. Bisher. Sehr, sehr trist. Sehr, sehr trist. Es ist wirklich so eine Mischung aus einsame Lande und Eredluin, wie Zwischengebiet. Also, warte mal. Dieses hier. Um Gondamon rum. Amon Amrun. Besiegt Waage. Süß immer grüne Pestwurz. Oh. Aber die Musik ist schön. Dieses Gedudel. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet haben. Okay, Punkte hatte ich tatsächlich verteilt. Sehr gut. Hier wird es jetzt wieder lila. Die Frage, wo ist mein Kätzchen? Ah, da! Der ist mein Kätzchen. So, besiegt Rutaga. Der ist da hinten. Eine sehr, sehr weite Reise. So, dich gleich mit. Sonst greifst du an, während wir hier den anderen Regel angreifen. Nein. Ja, bitte wehr du dich mal.
Der quält sie. So, was ist jetzt? Bezwingen der Zünde Schatten. Kein Problem. Warte mal, wie sieht es mit dem Beruf aus? Okay. Ich muss echt noch ein bisschen was machen beim Ruf. Jetzt setze ich mich einfach mal eines ruhigen Abends ran. Vielleicht, warte mal, ich überlege gerade. Morgen oder Donnerstag ab, könnte ich mich ansetzen. Wahrscheinlich ja morgen Abend. Dieses Wagen am und am Ruhm zu bestehlen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich mach doch hier nur Sightseeing. Nö, ist das so nicht. So. 4 von 8. Such den Amon an Boden nach Hinweisen auf Plünderer. Also die Quest hier habe ich gerade erst tatsächlich mit dem Privatmischer gemacht. Frag mich nur nicht mehr, wie die ging. So, ein Schatten fehlt noch. Ihr sprecht mit der Person, die euch gefolgt ist. Wie ist jemand gefolgt? Das ist wie hoch. Warnerhüter. Rufstatus geändert. Ah, jetzt sind wir hier Bekannte. Die einzigen, für die wir noch nichts getan haben, sind die Elben. Juhu, mehr Lotro-Punkte. Was kann ich für euch tun? Jetzt beenden. Könnte ich einen Augenblick. Findet die Truhe mit dem Erbstück und bringt sie zurück zum Grab. Da. Weil hier muss ich so einen scheiß Truhe von A nach B transportieren. Zurück, Marsch. Das bin ich doch hier hoch. Der hinten steht er. Töchchen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ah, oh, du hast noch einer. Findet das Lager der Stadt super. Erweisen? Da hinten. Ich weiß nicht, ich befürchte irgendwie, dass wir da schon wieder zu einem Gebiet kommen, wo ich eine Gruppe brauche.
Aber wir gucken erstmal. Wo ist das Gold? Ja, das ist Gold. Hochwertiges Eisen. Das ist gut. Brauche ich nicht. Ich suche eigentlich sogar die Straße. Wer weiß, wo die ist. Irgendwo da. Das ist wahrscheinlich tief unter mir. Na, geht sogar. Kränkliches Kaninchen. Ach, zu grünen Neuner. Jetzt sind wir doch hier wieder von Orks. So, irgendwo da drauf, oder? Schatzlager. Was soll denn hier Schatzlager sein? Da oder was? Ah! Lager der Schatzsuche. Seid gegrüßt. Es ist halt die Frage, ob ich jetzt wirklich jede einzelne Quest hier durchmachen soll. Eigentlich ist hier schon interessant, ne? Na komm. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ach nee, Gefährtengruppe. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Gefährtengruppe. Bleibt einen Moment. Okay. Doch, ist alles hier Gefährtengruppe. Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit schenken? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich glaube, das mache ich einfach irgendwann anders. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Bleibt einen Moment. Kleine Gefährtengruppe. Ich könnte die schon alleine machen. So ist es nicht, aber... Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber könnt ihr mir vielleicht helfen? Aber ich sehe, da ist eigentlich gerade tatsächlich keine Notwendigkeit drin. Ich bin arbeiten, aber sonst alles gut. Jetzt ist freut mich. Wie lange musst du denn noch arbeiten oder hast du Spätschicht? Wenn ich fragen darf. Ach, du grüne Neuner. Mein Beileid. Also nur ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist echt gut. Also ich habe angepeilt, dass ich so bis 1-2 Uhr mache. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, weil ich hatte auch echt einen langen, langen Tag. Mal gucken. Angepeilt ist bis 1 oder 2. Hallo Luna und viel Spaß im Glück. Ich habe zumindest eine große, große Flasche Energy hier stehen. Meine Wette, es wird 4. 4 wird es wahrscheinlich nicht, weil sonst müsstet ihr morgen auf den Stream verzichten. Sonst müsste ich abends streamen. Und morgen Abend möchte ich eigentlich nicht streamen. Dann möchte ich eigentlich mit dem Char hier außerhalb des Streams das Buch der Taten machen. Es reicht, wenn ich die ganzen Buch der Taten-Aufgaben und so weiter
im Let's Play mache. Das muss ich nicht auch noch am Stream tun. Einmal reicht. So viel Langeweile habe ich dann doch nicht. Ich habe zwar oft Langeweile, aber so viel. Und morgen soll es ja mit Tales und Final Fantasy 2 weitergehen. Oder und mit als vorbei. Deswegen. Nein, 4 wird's nicht. Kannst aber wetten, ob es 2 wird. Da kannst du wetten. Aber ich habe morgen auch Hund frei. Ich kann auch ein bisschen ausschlafen. Ganz kleines bisschen. So spätestens. Ja, spätestens 11 möchte ich eigentlich den Stream angefangen haben morgen. Und dann bis 16, 17 Uhr ungefähr. Ist so zumindest erstmal meine Planung gewesen. Was habe ich denn hier bisher für Taten? Ich habe das Gefühl, es ist schon 23, 24 Uhr, aber jetzt ist es erst 20:15. Primetime. Das hatte ich aber gestern. Wobei, gestern hatte ich es genau umgekehrt. Oder? Nee, gestern hatte ich es genauso. Da war es, glaube ich, 19 Uhr und es hat sich für mich angefühlt, als wäre es 23 Uhr. Und ich dachte einfach nur so, okay, die Zeit geht irgendwie gar nicht vorbei. Das war gestern echt schlimm. Da bin ich dann aber tatsächlich am Ende noch in einem Stream versackt. Da hatte ich bei jemandem Genshin im Impact geguckt. Da bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Waage. Nee, hier gibt es keine Waage. Die Waage sind da hinten. Hier gibt es nur Keiler. Jede Menge Keiler. Weiß gar nicht mehr, wie viel ich am Sonntag hier gemacht habe. Schon einiges gewesen sein. Kaputter Zaun. Kann ich hier irgendwas machen? Gott, da bin ich mich erschreckt. Falle ist gestellt. Ja klar, jetzt kommst du an, oder was? Ich bin todmüde, versuche mich gerade im Near-Raid wach zu halten. Bin schon zweimal eingeschlafen. Oh nein! Hybrid, dann solltest du aber ins Bett gehen. Da wäre mir dann der Raid tatsächlich egal, ne? Wenn ich so müde wäre, dass ich einpenne. Jetzt kommen noch mehr. Also Waage kommen jetzt auf jeden Fall mehr als genug.
Jetzt kommt hier aber alles. Das reicht doch langsam. Ja, ihr Schnucklingenwaage. Jetzt hier schon mal ein paar Zentimeter weg. Hinten ist noch ein Zaunabschnitt. Dann fehlt nur noch einer. Wieder zurück. Dufte! Vielen lieben Dank für deinen Resub. Ein halbes Jahr schon. Ein halbes Jahr. Vielen lieben Dank. Freuen sich die Kätzchen. Nehmen wir das Silber mit? Komm, wir nehmen das Silber mit. Bist du nicht selber am Stream? War da nicht was? Warst du dich eigentlich selber am Stream? Shut up and take my money to Lurkerin. Was denn? Ich bin gern im Lurk. Wenn ich schon nicht aktiv zuschauen kann, dann will ich mich so unterstützen, ne? Aber vielen lieben Dank. Ich bin ja gestern lang genug bei dir versackt. Autsch. Ja, okay, du denn gerade mit Tableflip Bennett. Scheiß PSN. Oh. Es tut mir leid. Ich bin nicht meinem Elend überlassen. Ich wurde auch mal. Ja, danke, Papa. Danke. Das ist wirklich nett. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Du sprichst mit. Ja, komm. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Oh, rennt hierhin, rennt dorthin und rennt überall hin. Wir waren nur da gerade erst. Könnt ihr mir nicht einfach mal alle Quests direkt geben und dann kann ich sie wunderbar abarbeiten? Das wäre doch was. Meine Lurk, ein wenig Gespräch mit dem Chef.
Dann viel, viel Erfolg. Und danke für den Lurk. Wir sehen uns wieder auf Pixel Remaster. Dann viel Spaß dabei. Angry Manu. Viel, viel Spaß dabei. Schau in meiner Pause mal kurz vorbei. Sobald die erste pinke Pause ansteht. Da schaue ich dann auch mal rein. Dafür wäre jetzt halt ein dritter Monitor geil, ne? Dann könnte ich halt da oben. Oder könnte. Doch, dann würde ich da oben dann halt quasi mitgucken. Das wäre halt mega cool. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt der dritte Monitor. Dann passt das. Dann kann ich das auch machen. Ich will ins Bett. Oh, Hybrid, dann geh! Dann geh! Quäl dich nicht weiter. Bis später. Ja, bis später. Ich schaue auf jeden Fall bei dir vorbei nachher. Bin zwar auch noch relativ lang dabei, aber ich schaue immer mal wieder, was du so treibst. Ob du das auch alles richtig machst. Wenn nicht, gibt's was auf die Pfoten. Ja, aber. Nein, kein Aber, Hybrid. Kein Aber. Wenn du müde bist, dann gehst du gefälligst ins Bett. Punkt. Ich meine, ich bin auch müde, aber jetzt ist so müde, dass ich direkt entschlafe. Kann mich nur wach halten, tatsächlich. Nein, Stream. Du, mein Stream ist auch morgen noch da. Dann guckst du dir halt das VOD an oder bist dann halt einfach morgen dabei. Je nachdem, wie lange ich morgen mache. Guckst du dir jetzt 2 Tage bevor das VOD an. Ist doch nicht schlimm. Schlaf geht vor. Ich bin ein Mensch, ich liebe Schlaf. Ich würde Schlaf allem vorziehen. Zumindest wenn ich in dem Moment müde bin. Für mich geht nichts über Schlaf. Wer müde ist, der soll schlafen. Und ruhen. Da komme ich hoch. Hui. Hallo, Orton. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich bin immer noch bei 26er Quests. Nett. Feuerholz. Jetzt müssen wir ernsthaft für den Fregel da Feuerholz sammeln. Oh ja, scheiße, ernst. Och, komm. Muss das sein? Womit habe ich das verdient? Grundstein. Damit kann ich aber nichts machen. Seltsam. Naja, dann werden wir weiter Feuerholz. Und hochwertiges Eisen. Weil eigentlich möchte ich. Warte mal. Handwerk da. Den Schürfer auf Virtuose heute noch kriegen. Dass ich Virtuose machen kann. Dafür brauche ich aber noch mehr Eisen. Oder Gold. Eisen und oder Gold. Ich brauche noch Treibholz. Wo kriege ich denn Treibholz her? Was ist Treibholz? Treibholz wird im Wasser sein, oder? Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Jupp. Beziehungsweise nicht in, sondern am Wasser. Das wird eine leidige Arbeit. Ach, da ist auch noch was. Da verschwindet sogar die Katze. Da verschwindet sogar das Kätzchen. So was kann ich ab, ey. Aber die Katze jammert immer noch. Das ist echt ein Soundfehler. Hinten.
Katzen sind ja auch im Regelfall Wasserscheu. Mein Pelz verschwindet auch immer, wenn ich angel. Aber das ist unfair. Es wäre doch so süß, wenn dann so ein Kätzchen hinterher schwimmen würde. So. Nee, mit diesem Pfötchen so lang paddeln. Das wäre mega niedlich. Also, welche Katzen eigentlich tatsächlich nicht wasserscheu sind, zumindest unser einer nicht, sind bei Garkatzen. Die lieben ja Wasser. Unser einer, der könnte den ganzen Tag im Wasser sein. Der findet das so toll. Ob er schwimmen kann, weiß ich allerdings nicht. Aber er springt jedes Mal automatisch in die Badewanne. War witzig. Dann hast du da so ein nasses Kätzchen. Nasse Katzen gehen tatsächlich überhaupt nicht. Die sehen so komisch aus. Und die Katze geht mit mir sogar duschen. Das ist süß. Nasse Katzen sehen trotzdem komisch aus. Das ist irgendwie weird. Genauso wie Nacktkatzen. Nacktkatzen finde ich auch irgendwie machen mir die Viecher Angst. Ich hab nichts dagegen, aber die machen mir Angst. So eine Katze ohne Fell. Was kann ich für euch tun? Hallo. So eine Felle von Wölfen. Könnt ihr mir behilflich sein? Lass mich. Seht der Bär da auch? Nee, natürlich nicht. Jetzt einmal auf die komplett andere Seite, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Höhlenbär. Aber wenigstens kann ich und oder machen und nicht von jedem. Von jedem 10 wäre jetzt echt wieder mies. Hallo. Ich wollte auch erst sagen, dass mein Ziel heute 35 ist. Aber da wir hier noch im niedrigen Gebiet sind, wird das, glaube ich, ja weniger was. Warte mal. Schauen wir doch hier einmal. So, dann geht das doch schon mal etwas schneller. Also die 34 sollten wir schaffen. Level 34 wäre toll. Würde ich gerne erreichen. So sind die Haie. Wenn du Heilblut sagst, es soll in die Eier gehen, dann macht das nicht. Aber wahrscheinlich steckt da noch ein Nier-Raid drin. Befürchte ich. Das heißt, er kann wahrscheinlich noch gar nicht. Was? Wohin soll ich? Ins Bett. Bin gerade beim Endboss. Ah, okay. Dann lag ich ja gar nicht so falsch, dass du da noch drin bist. Immer noch eine Kartoffel. Da habe ich die eben nicht eingesammelt. Oh, ich meine, ich habe die Kartoffel eingesammelt. Ja. Holen wir sie nochmal.
Nein, ich habe nicht genug Platz. Nein, Rosebud. Bin ich dumm. Jetzt habe ich die Bezwingertat verwendet, statt da drauf zu gehen. Na egal. Oh, Bezwingertat vergeudet. Jetzt müsste ich eigentlich Bezwingertaten machen. Naja. So. Bank öffnen. Das hier. Kochrezepte, ja. Das brauche ich auch. Ich packe erstmal alles da rein. Kann ich dann ja wieder rausholen, sobald wir eine Schmiede gefunden haben. Brauche ich das hier? Nein. Nein. Das brauche ich. Das brauche ich auch. So. Die hier. Drechsler brauche ich also auch nicht. Drechsler brauche ich nicht. Okay. Dann. Einmal. Senden und den Rest kann ich wieder verkaufen. Okay. Puh. Jetzt kann ich die Kartoffel mitnehmen. Das ist alles du, damit ich eine einzige Kartoffel mitnehmen kann. Und das Hügelgrabeisen. Und die Blaubeeren. Da ist noch einer. So. Und jetzt wieder zurück. So, dann gebe ich das jetzt mal kurz ab. Dann gehe ich einmal ganz kurz nochmal aufs Klo. Und sag schon mal
frisches Gute Nacht, sofern er noch wach sein sollte. Weil am Sonntag ist er nämlich eingeschlafen, als ich ihm dann Gute Nacht sagen wollte. Beziehungsweise ist er aufgewacht, als ich rausgegangen bin. Gott. Das mache ich, Mappa. Das mache ich. So. So, jetzt ist mir keiner, sehr gut. Ich grüße euch. Seid gegangen.